Also ich bin die Miriam, ich bin in der Hochschulgruppe UNICEF und ich möchte euch ganz, ganz herzlich einladen zu einer Ausstellung. Und zwar heißt die Kinderperspektiven aus aller Welt. Und wir haben ganz, ganz viele Künstler dazu bewegen können, Bilder für uns zu malen. Und die werden erstmal ausgestellt und dann nach einer Stunde kann man sie ersteigern. Ja, das ist sehr cool. Und das ist der Flyer dazu. Also es findet statt im Eppendorf, in der Eppendorfer Straße, Landstraße, genau, 33. Jetzt am Samstag, das ist der 27.02. ab 18 Uhr und dann erstmal eine Stunde Ausstellung, wie eben gesagt, und dann geht die Versteigerung los. Und wieso ist das eigentlich alles so wichtig? Weil wir uns überlegt haben, dass wir unbedingt ein Projekt machen müssen zu Haiti. Wie ihr wisst, gab es da dieses Erdbeben und ganz, ganz viele Menschen haben jetzt kein Trinkwasser, nicht genug zu essen, haben ihre Häuser verloren, können nicht mehr vernünftig zur Schule gehen. All diese ganzen Sachen brauchen medizinische Versorgung, psychologische Versorgung und all das kostet natürlich Geld. UNICEF war direkt vor Ort, das ist das Gute, aber trotzdem braucht man Geld, um die halt zu unterstützen. Und es wäre zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Bild kauft für 45 Euro, davon können 30 Liter frisches Wasser besorgt werden. Das müsst ihr euch mal überlegen, wie viel das eigentlich bringt. So. Und ja, deswegen möchte ich euch wirklich sehr bitten zu kommen, aber damit ihr seht, dass ihr noch mehr davon habt. Es wird auch Live-Musik da sein, die spielt. Genauso wie, dass wir ein kleines Buffet vorbereitet haben. Also es gibt Sekt, es gibt ja, normale Getränke, alles mögliche, Cola, Wasser und so weiter. Genauso wie Kuchen und Kekse und eine Quiche wird es geben. Also kommt auf jeden Fall vorbei, ihr werdet auf jeden Fall etwas davon haben. Also, rein in die Laufschuhe und kommt vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und meine ganze Hochschulgruppe auch.